So, was geht, meine Freunde? Und willkommen zum nächsten Part von Elex. Inzwischen auch schon der 20., wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir sind stehen geblieben, dass wir... Oh, ist ein geiler Berg. Ich freue mich, ob wir auf den Berg hinten drauf kommen. Dass wir immer noch auf der Suche nach Arbeit sind. Reicht ja leider Gottes immer noch nicht für den Ragnar, was wir hier alles schon gemacht haben. Ich glaube echt, der hat irgendein Problem, habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was wir noch machen können. Also jetzt bin ich ja echt quer durch das ganze Dorf hier gelaufen. Klar, es kann natürlich sein, dass jetzt hier hinten... Wäre natürlich... Ich habe natürlich keine Ahnung, was hier hinten ist. Sonst gehen wir doch mal dahin und schauen mal, was wir da finden können. Vielleicht... Ich glaube zwar nicht, dass das noch zum Dorf dazugehört, da unten. Das würde mich jetzt schon mega überraschen. Aber wir können ja mal nachschauen. Wir können ja mal gucken gehen. Bin ich mal gespannt, was da hinten ist. Wir könnten auch mal hier in dem Haus gucken, ob es hier noch irgendwelche Leute gibt, denen wir helfen können. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nicht euer Ernst. Oh, jetzt falle ich da einfach runter, oder was? Also nochmal. Wegepunkt habe ich schon gesetzt, ja. Oh, so mühsam. Wartet mal. Wache Werker. Hier sind aber keine mehr. Ich könnte jetzt nochmal mit der Frau reden. Vielleicht können wir die ja nochmal umstimmen, was ihre Meinung von uns betrifft. Hast du Goliath nie verlassen? Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Also auch nicht mehr Informationen. Toll, ich habe keine Ahnung. Ja, komm, geh mal auf den Weg, du raus. Wir können ja mal oben schauen gehen, ob da noch irgendwas ist. Ein bisschen Magnesiumfackeln. Tja. Was ist das dunkel hier? Es ist Nacht, gell? Ja, ja, doch, ich glaube schon. Eine tote Ratte. Ah, die ist hier noch von uns. Das war sicher mal ein Pool oder so. Ach, ich weiß nicht. Wo können wir denn jetzt noch gucken? Ich weiß doch wirklich nicht mehr weiter. Mit wem sollen wir denn noch reden? Ach ja, waren wir schon überall. Mit den Clan-Oberhäuptern haben wir doch jetzt auch so ziemlich mit jedem gesprochen, oder? Ja. Das hier ist privat. Das da oben war ja Angrim seine Hütte, ne? Also. Wo ist denn der? Hä? Der muss doch irgendwo... Ah, da hinten. Was ist hier los? Gönn dir mal den seinem Schwert. Was geht mit dem ab? Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich weiß. Mach das ja nicht nochmal. Ja, ist ja okay.
Mann, 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 mit wem können wir denn noch quatschen hier? Was willst du hier? Habe ich alles schon abgecheckt. Ich beobachte dich. Es bringt mir nichts, es bringt mir alles nichts. Das war Angrim seine Hütte. Der ist am Pissen da hinten. Ach, bringt mir auch nichts. Ach ja. Was ist denn? Okay. Ich könnte höchstens jetzt nochmal im Auftragbuch nachgucken. Ob wir... Hier oben war aber auch nichts mehr, gell? Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Die Sache ist mir zu heiß. Werker, 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 bringt mir alles nichts, genau. Ich hab's ja gleich gesagt. Also. Toll. Schauen wir mal in den Aufträgen, was wir da noch so drin haben. Also ich habe ja schon noch ein paar Sachen. Der Berserker Harkon hat die Separatisten in Edan töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Ich denke, ich sollte ihn noch einmal damit konfrontieren. Da haben wir ja sogar noch einen Auftrag. Ja, dann machen wir das doch, komm. Ich verstehe kein Wort. Dann ist der Auftrag anscheinend noch nicht abgeschlossen. Lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. So, der müsste hier irgendwo sein. Ah, der ist sich am Pennen da drinne. Mal gucken, was der gute alte Harkon uns zu sagen hat. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wo ist denn der? Da. Ich beobachte dich. Hier, du hast die Separatisten töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Du hast die Separatisten töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Na und? Hast du ein Problem damit? Wenn ja, dann sag es lieber gleich. Dann werden wir es gleich hier und jetzt ausdiskutieren. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich muss ja gucken, dass ich mich hier irgendwie einschleime. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Natürlich war sie das. Und du wärst besser beraten, wenn du in Zukunft auf so ein Pack nicht hereinfällst, klar? Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Merk dir das. Ja, wow. Was willst du hier? Hat mir jetzt aber auch nicht viel gebracht, außer ein bisschen Erfahrung und so. Okay, zeig mal, wenn ich da drauf drücke, sieht man den auf der Karte? Oh, das war ja das gewesen. Ah, oh, nee, das ist alles noch zu schwierig. Hat seine Stadt Goliath nicht mehr unter dem Griff, wenn... Dann bin ich dabei. Kurz gesagt, ich muss Ragnar überzeugen, dann bin ich dabei. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, toll. Da sehe ich nur Ragnar selber, gell? Aber mehr auch nicht. Keine Auftraggeber und gar nichts. Na toll. Was können wir denn jetzt noch machen? Mann, das gibt's doch nicht. Das war zu schwer. Gefährten. Crony U4 ist in Stadt bestätigt. Ich habe sein Wartungsprotokoll gestartet, damit er seine Reparaturstation aufsuchen kann. Ich sollte ihm bei Zeiten folgen, um zu sehen. Sag mal, was zeigt es mir auf der Karte an, wo der ist? Oh Gott, der ist auch ganz da oben. Oh, das bringt mir auch nichts. Und wenn ich hier gucke... Oh Gott. Das ist ja auch ewigst weit weg. Da muss ich mit den Anführern sprechen. Krieg ich doch wieder tausendmal den Arsch aufgerissen. Ich probiere jetzt trotzdem da hoch. Ist mir egal, ich gehe jetzt trotzdem da hoch. Ich will gucken, was da ist. So, da. Scheißegal, ich probiere es einfach. Ja, ist okay. Also komm. Oh, warte. Noch ein paar Pfeile vielleicht vorher kaufen. Ja, wo ist denn der jetzt hin, der Depp? Ist der schon wieder am Pissen oder was?
Ach, der ist ja schon wieder am Pissen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Also. Wir können das Breitschwert ja jetzt kaufen und auch benutzen. Also erstmal Pfeile. Suchender Pfeil, einfacher Holzpfeil, Fächerschuss. Das sind Fähigkeiten, wo ich ja dann lernen kann. Sag mal her. Ja. Inventar. Verdammte Technik. Ah, noch ein bisschen Stärke für das Kriegsschwert. Ja, easy. Okay, dann machen wir uns jetzt langsam auf den Weg da hoch. Weil, ich habe keine Ahnung, Leute. Irgendwas müssen wir doch hier noch machen. Das kann ja nicht sein, dass wir hier so lange... Oh, guck mal hier. Können wir uns da hochporten, dann sind wir schneller da. Das ist das Lager der Alps hier oben, stimmt's? Das ist da, wo die mich angegriffen hatten, ja. Der erste Sieg der Berserker gegen die Alps hat sich hier zugetragen. Noch lange werden sich unsere Nachfahren erzählen, wie wir diesen Konverter zerstört haben. Hier werden Helden geboren. Ich frag mich, ob ich da einfach reinkomme. Ich will nur mal gucken, was da oben ist. Warte mal. Nee, das war jetzt dumm. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass hier noch so automatische Geschütze oder irgend sowas haben, was mich abballert. Hier ist ja gar nichts mehr groß. Oha. Was höre ich denn hier? Keine Ahnung. Aber hier ist ja anscheinend gar keiner mehr. Egal. Wir sind auf jeden Fall in der richtigen... Oh mein Gott, schon wieder so Dinosaurier da hinten. Die sind zu stark, gell? Ja, ja. Oh, die haben mich gesehen. Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Da oben ist das unser Ziel, wo wir hin müssen. Mann, aber auch überall hier. Komm schon. Jetzt. Ja. Los geht's. Der ist auch hinüber. Sehr schön. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon gleich da. Ich bin mal gespannt, ob da oben ein bisschen mal was Neues passiert. Sind hier noch Gegner? Nee. Du. Ist das echt noch so weit? Das sieht so weit weg aus. Ja, ist schon noch ein Stück, tatsächlich. Ich helfe dir! Ja, komm schon. Schon wieder, Alter. Der haut aber auch wieder Schaden raus. Das ist unglaublich. Aber gut, wir sind ja eh fast da. Oh, fuck, die hab ich nicht gesehen. Ich helfe dir. Ja, Ragnar, helf doch. Hier sind überall noch Gegner. Dun, 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 dun. Hier ist aber auch nicht mehr so viel. Ich will da jetzt erstmal hin. Ich will gucken, was da oben ist. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm.
Wo ist denn der Eingang? Ich glaube, ich muss einfach noch weiter der Straße folgen hier. Hier ist schon wieder irgendwo. Oh, ist das denn dein Ernst? Blöder Bastard, ey. Komm schon. Ey. Mann. Oh, da kommt noch einer. Einen nach dem anderen. Komm schon. Duras ist gestorben oder was? Ja, mach doch aber auch dann bitte. Ah, alles muss man hier selber machen. Unglaublich. So, schön, geschafft. Noch einen Trank trinken. Jetzt sind wir auf der Karte. Ah, wir sind da, gut. Jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Oh, hier sind noch mehr von diesen. Ah, wie viel sind denn hier? Aber aufgrund, dass die Gegner hier nicht so übertrieben stark sind, sind wir hier gar vielleicht auch gar nicht mal so falsch. Jetzt reicht's mir. Sehr schön, okay. Jetzt. Aua, war ich hier nicht schon? Nee, ich war hier noch nicht, oder? Hä? Jetzt bin ich gerade voll durcheinander. Na, wir sehen es ja dann. Jetzt muss ich aber auch irgendwie hoch, ne? Probieren wir mal hier lang. Und jetzt, das sollte reichen, da auf den Vorsprung hochzukommen. Genau. Müssen wir schnell das Jetpack aufladen. Oh, nein! Ich hab gedacht, ich verreck. Oh, Mann! Lauf ich halt. Scheiße, da sind wieder so Raptoren, ey. Mit denen kann ich mich gar nicht anlegen. Hey, kannst du mir jetzt nicht sagen, dass ich alles außen rumlaufen muss? Nochmal probieren. Müssen wir halt nochmal probieren. Also. Ich probiere das jetzt zuerst so. Oh, hä? Der kann ja auch hochklettern. So. So. Und jetzt da hoch. Ja, jetzt geht's. Furchteinflößend. Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie das da drin ist. Schauen wir doch mal. Halt! Keinen Schritt weiter!
Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns rein, sonst bekommst du meine Waffe zu spüren. Wenn du das versuchst, dann schießen dich unsere Roboter in Stücke. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ah, das sind Kleriker hier. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Also gut, toll, wir kommen nicht rein. Und das bringt uns natürlich jetzt mega viel. Aber ist jetzt auch mal nicht so schlimm. Wir sind wieder mal ein klein wenig weitergekommen, würde ich sagen. Ja. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen, weil wir sind jetzt schon wieder bei über 20 Minuten. Ich muss leider jetzt Schluss machen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Dann bin ich mal gespannt, was hier dann so passieren wird bis dahin. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Haltet die Ohren steif. Ciao.